Ihr fragt euch, was ein Medienscout ist? Schaut nur dieses Video und ihr werdet es erfahren. Hallo. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Medien. Ich habe gehört, dass du ein Medienscout bist. Schieß los. Erstens, also ab welchem Alter ist eigentlich WhatsApp? WhatsApp ist ab 16. Und bin ich jetzt illegal, weil ich das Alter nicht habe? Haben deine Eltern es dir erlaubt? Ja. Dann ist es eigentlich eine relativ Grauzone. Normalerweise, wenn die Eltern es erlauben, das ist schon in Ordnung. Und wie steht es mit anderen Apps, zum Beispiel im App Store ab 18? Die solltest du nicht holen, weil es hat bestimmte Gründe, wieso die Jugendschutz haben. Und deswegen sollte man sie auch nicht früher holen. Gut. Und was macht man eigentlich gegen Cybermobbing? Da solltet ihr zu uns kommen oder wirklich, am besten ist es erstmal ignorieren. Wenn es aber zu schlimm wird, könnt ihr auch die Person melden. Dort gibt es normalerweise als Kommentarfunktion gibt es auch melden. Dann kann man dort einen gewissen, wieso man meldet halt. Und wenn es zu schlimm wird, können wir auch gerne halt den Klassenlehrern etwas sagen und dann wird normalerweise etwas in der Klasse unternommen. Und ist es besser, wenn man so eine Nachricht bekommt, zurückzuschreiben oder nicht? Nein, so? Komplett ignorieren. Okay, also nicht zurückschreiben? Ja, wirklich nicht zurückschreiben. Und kann ich nicht in der Medienscout-Ausbildung auch machen? Ja, die kann man in der 8. oder der 9. machen. Normalerweise kommt entweder Herr Chifty oder Herr Pfefferle noch davor in die Klassen und verteilt so eine Art Flyer. Da kann man sich dann über E-Mail anmelden und normalerweise wird man auch genommen. Und kann ich in Problemfällen zu mir gehen? Kann ich zu euch kommen oder auch zu Lehrern? Du kannst zu uns kommen, aber falls es wirklich zu schlimm ist, kannst du auch zu Herr Schifty oder Herr Pfefferle. Okay, danke. Wer bist du? Ich bin Lena Welch aus der 8L1 und ich bin Medienscout. Warum hast du dieses Amt angetreten? Nun ja, damit kann ich den kleineren Kindern im Umgang mit den Medien helfen und so kann ich auch durch mein zweites Amt, halt Mediator, besser auch damit kooperieren. Wie gefällt dir denn dieses Amt? Mir gefällt es sehr gut. Es macht sehr viel Spaß auch eigentlich. Auch die Ausbildung ist eigentlich auch sehr spaßig. Okay, und seit wie lange machst du dieses Amt und wie lange möchtest du es noch machen? Also ich mache es jetzt seit 2 Wochen und habe vor, es auch meine komplette Schullaufbahn zu machen. Wer bist du? Ich bin Lorix Urne aus der 9S4 und ich bin Medienscout am DFG. Und warum hast du dieses Amt denn angetreten? Weil ich schon Mediator bin und ich fand es eigentlich auch recht interessant, das Gleiche als Mediator zu machen, nur mit den Medien und auch kleineren Klassen dabei zu helfen, mit Medienproblemen besser klarzukommen. Und wie gefällt dir denn dieses Amt? Also momentan eigentlich ganz gut, aber ich kann nicht so gut mitreden, weil ich mache das ja noch nicht sehr lange. Aber ja, eigentlich gut. Und seit wann machst du dieses Amt und wie lange willst du dieses Amt denn machen? Also ich habe das Amt seit 2 Wochen, aber ich weiß nicht, wie lange ich das behalten werde, weil ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger in der Oberstufe und so und deshalb gucke ich mal. Aber generell bis zu meinem Schulabschluss. Danke.